Hallo und herzlich willkommen. Ich bin das Eulchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ace Combat Assault Horizon. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Auftrag bekommen, dass wir uns ja der russischen Luftwaffe, Codename Molot, eben widmen sollen. Das war so eben den Rebellen mal ordentlich einheizen. Da haben wir ja zuletzt eben das Spiel bzw. die Aufnahme ja auch beendet. Und mein Vorschlag ist einfach mal, wir setzen das dort direkt fort. Haha, guten Abend. Und ja, würde ich sagen, Feuer frei. Wir haben auch übrigens mit das hässlichste Flugzeug uns jetzt, glaube ich, gerade ausgesucht, was ich hier finden konnte. Und nicht, dass es diesen komischen Tankrüssel vorne dran hat und es echt unansehnlich macht. Ich habe mir auch die schlimmste Lackierung ausgesucht, so Tiger, bla. Das ist ja, das ist wirklich nix. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Und das Cockpit, naja gut, Warwick, Roger. ist auch nix. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Russisches Oberkommando meldet Annäherung der Landungsflotte am Landepunkt. Verstanden. Wir räumen für Sie den Himmel frei. Himmel frei räumen, das kann ich. Entweder das oder abstürzen. Warwick von Moloch One, könnt ihr mich hören? Na, ach ja, das ist groß. Schön, euch heute bei uns zu haben. Warwick. Fox 2. Ich meine, wendig ist er, dieser olle Tiger hier, ne? Aber so an sich. So, kriegt der erste jetzt einen Dreck? Feuer. Ja, tut er. Sehr schön. Komm her hier, du. Ja, wie weit hoch willst du noch? Bist du voll oder was? Alter. Ah. Ist ein bisschen zuwendig, der Kleine hier. Brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Bereit zum Angriff. Gut. Haltet durch. Wir kommen. Was bist du für ein feiger Hund hier? Bleibst du hier? Da haben wir wieder den Dogfight-Mode. Da hat er schon wieder Düppel abgesetzt. Ich werde noch weich hier. Gut, der nächste bitte. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Spüre meinen Zorn. Täuschkörper. Und hochziehen. Oh Gott. Ich sehe jetzt übrigens gerade das erste Mal da oben. Also ich vermute, das ist so eine Art Rückspiegel. Aber den sehe ich jetzt tatsächlich das erste Mal erst. Ist mir echt noch nicht aufgefallen. Das hat er. Das war ein gutes Manöver von ihm. Ah. Und die französische Sprache ist mir auch nicht sonderlich geläufig, was mir der Bordcomputer sagen möchte. Aber ich schließe es einfach aus dem Kontext. Ja, ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen rezitiert. Gute Nacht. Oh, schnell weg. Ja. So, wo ist der andere? Da ist er. Erfasst. Auf ihn mit Gebrüll. Ich bin schließlich ein Tigerchen hier, nicht? Wie wurde das vorhin so schön beschrieben? Mit Krallen den Boden und den Sand aufreißen und so, oder was? Irgendwie. Da fliegt er und qualmt und explodiert. Magic, Achtung! Alle Feinde eliminiert. Der Himmel ist klar. Roger, Warwolf. Flieg zum Strand und deck die Landung. Ihre ID ist Tulenje. Sie kontaktiert euch direkt auf Frequenz 3.0. Roger, fliegen zum Landungspunkt.
Der Landungspunkt ist genau hinter uns. Ah, ich will nicht abstürzen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Ach, Achtung, kritischer Schaden nur. Hm, da freue ich mich ja drüber. Mensch. Nähern Sie sich dem Dreieck angezeigt im LSM-Eintrittspunkt. Im LSM steigern sich Ihre Schnellfeuerfähigkeiten. Suchen Sie das grüne Dreieck und nee, das grüne Dreieck mit so einem ollen lumpigen Pfeil dran und drücken Sie zum Auswählen Y. Nähern Sie sich dann dem Dreieck, bis der Kreis darum aufblinkt. Was? Nennen Sie sich dem durch Dreieck angezeigten LSM. Ah, auf der Karte. Im LSM steigern sich Ihre Schnellfeuerfähigkeiten. Suchen Sie das Dreieck mit dem lumpigen Pfeil. Drücken Sie zum Anwählen Y. Nennen Sie sich dann dem Dreieck, bis auf der Kreis darum aufblinkt. Geht es jetzt hier gerade um meine schönen Waffen? Ich weiß es nicht. Roger. Alle Einheiten auf Geschwindigkeit achten, nicht über Ziel hinausschießen. Wenn Kreis und Dreieck herumblinken, drücken Sie den Dogfight-Modus-Tasten, um den Luftschlag-Modus in LSM zu starten. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nochmal Y drücken, meine ich. Das kann ich jetzt nicht gewesen sein. Im Luftschlagmodus ist der MG weniger anfällig für Überhitzung. Raketen und Spezialwaffen profitieren ebenso von kürzerer Nachladezeit. Nutzen Sie die Giersteuerung, Left oder Right Button, um Ziele ins Sichtfeld zu bekommen. Hier Warwick, Polen hier, wir sind auf der Weg. Oh, 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 oh. So, und Feuer. Oh, nee, nicht doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, heute sind meine Flugfähigkeiten hier echt... Nee, das sind keine Fähigkeiten. Das stimmt, das sind überhaupt keine Fähigkeiten. Fähigkeiten hat das echt nichts zu tun. Ich versuch's. Erfasst. Wird da irgendwas getroffen jetzt wenigstens? Ja, ich habe irgendwas getroffen. Das ist ja schön. So, erster. Und nochmal eine Bombe ausklinken. Und hochziehen. Und wieder dahin. Und überhaupt. Okay, das habe ich dann jetzt nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Und ausklinken. Fahrzeug zerstört. Alliierte Kräfte, Schaden hoch, ist scheiße. Oh Gott! Oh, dass das Ding hier noch nicht auseinandergebrochen ist, das ist ja unfassbar. Wie schaffe ich das nur so? Okay.
Nächster. Nächster, bitte. Ich erkenne noch mehrere aktive Ziele. Hol sie dir. Fox 2. Jawoll. Na? Magic, hier ist Warwolf 1. Ziel wurde zerstört. Angriff fortsetzen. Ziel ist Tulin. Wir haben Landepunkt erreicht. Tulenje, Lagebericht. Alles okay. Danke. Bitte helft unseren Kameraden im nächsten Abschnitt. Sie haben Probleme. Roger. Fox 2. Und Bombe ausklinken. Totaler Verlust. Mission abbrechen. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Der Einsatz ist gescheitert. Mal gucken, haben wir irgendwo einen Checkpoint gehabt? Warwolf, Russen melden, dass ihre Hovercraft unterwegs zu den Sieht nicht danach aus. Sie werden beschossen. Versuchen wir es nochmal. Wir müssen das Niederhalten der feindlichen Einheiten. Warwolf, das highly integrated Target System zeigt Informationen auf dem Hard an. Gut, nochmal. Nähern Sie sich dem Dreieck im angezeigten LSM-Eintrittspunkt. Im LSM steigern sich Ihre Tralalas, suchen Sie das Dreieck mit dem Pfeil und drücken Sie zum Auswählen Y. Ach so, ich muss den... Nähern Sie sich dem Dreieck, bis der Kreis darum aufblinkt. Du hast nur einen Versuch. Suchen Sie das Dreieck mit dem Pfeil. Ja, das habe ich hier. Alle Einheiten auf Geschwindigkeit achten, nicht über Ziel hinausschießen. So. Bis dann der Kreis aufblinkt. Und jetzt, okay. Ja, ich habe das gerade irgendwie so ein bisschen missverstanden hier offenbar. Ja, dann steigen wir auch nochmal hier in den Dogfight-ähnlichen Modus ein. Guter Schuss, amigo. Millennium World. Bitte kommen! Wir sehen uns! Im Luftjagd muss weniger anfällig, benutzen Sie. Achso, die Giersteuerung, genau. Wir sind unterwegs. Bombe ausklinken. Ziel zerstört. Sieht gut aus. Nochmal eine Bombe ausklinken. Und noch eine Bombe ausklinken. Jawohl! Den Turm haben wir auch kaputt geklappt. Sehr schön. Und jetzt sind wir aus dem Punkt wieder raus. Nächster. Okay. Ziel erfasst. Gut. Jetzt habe ich das, glaube ich, auch so ein bisschen verstanden. Hier ist Warworld 1. Ziel wurde zerstört. Angriff fortsetzen. Ziel ist Tulin. Wir haben Landepunkt erreicht. Tulenje, Lagebericht. Alles okay. So, jetzt warte ich wieder auf den Kreis hier. Und da sind wir wieder. Roger. Okay. So einfach kann's gehen. Da fallen die Bomben. Die Dinger sind super. Die gefallen mir echt großartig. Nein, da bin ich schon wieder gegen diesen Scheißturm geflogen. Gut. Ich dachte, wenn er explodiert, dann ist er weg. Quasi nur noch, dass da ein Feuerball ist oder so. Aber nee, offenbar nicht. Ich würde sagen, wir versuchen es doch mal. Allerdings nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin das Euchen und ich wünsche euch noch was. Macht's gut. Bye bye.